Heute werde ich ein eher ungewöhnliches Rezept für die krause Glucke vorstellen. Für ein Pilzgericht für zwei Personen benötigt man 3 Zacken Sternanis, eine Knoblauchzehe, ein etwa fingerbreites Stück Ingwer, etwas weißen Pfeffer, 120 Gramm Mienudeln, etwa 250 Gramm krause Glucke und 4 Esslöffel helle sowie 2 Esslöffel süße Sojasauce. Ingwer und Knoblauch grob zerkleinern. Wasser in einem Kochtopf zum Kochen bringen. Etwas geschmacksneutrales Öl, wie etwa Sonnenblumenkernöl, in einer großen Pfanne erhitzen. Die Mienudeln in den Topf geben. Ingwer und Knoblauch anbraten. Etwa 20 Sekunden später die Pilze und den Sternanis hinzufügen. Die Pilze eine Minute bei mittlerer Hitze braten lassen, nach Geschmack pfeffern und weitere 5 Minuten lang anbraten. Süße und helle Sojasauce hinzugeben. Die Nudeln nach 3 Minuten Kochzeit abgießen, aber etwas Wasser als Soßengrundlage im Topf belassen. Zu den Pilzen in die Pfanne geben. Bei kleiner Hitze etwas einkochen lassen und in einem tiefen Teller servieren.